Ja, servus liebe Leute und herzlich willkommen zum neuen Video auf meinem YouTube-Kanal Totally P. Ich hoffe, euch geht's allen gut. Mir geht's wieder gut, denn ich habe wieder einen Shooter gefunden, der mir richtig viel Spaß macht. Nämlich Call of Duty Black Ops 4. Damals habe ich es eigentlich nur ganz kurz auf der PlayStation gespielt, weil mir einfach die Freunde gefehlt haben, mit denen ich Black Ops 4 spielen konnte. Und hat mir das relativ schnell den Reiz genommen von dem Spiel. Aber jetzt habe ich es auf der Xbox, habe ich es einfach wieder neu entdeckt. Und ich muss euch sagen, es macht einfach Mörderspaß. Es ist einfach Hammer. Das Spiel, das fesselt mich. Ich wollte gestern eigentlich nur eine knappe Stunde streamen. Also Black Ops streamen. Dann wollte ich wechseln zu einem anderen Spiel. Da draußen knapp 6 Stunden Stream geworden, wo ich ganz kurz noch ein anderes Spiel gespielt habe. Aber da davor und da danach Black Ops 4, weil es mich halt einfach wirklich angefickt hat. Hammer. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Ladet es euch nochmal runter, wenn ihr es habt, auf Konsole. Da läuft es. Auf PC ist es mit den Lobbys, ja, nicht so prickeln. Aber sei es jetzt PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One oder Xbox Series, da sind die Lobbys noch voll. Es sind auch wieder viele dabei, die neu angefangen haben. Man sieht wirklich viele Low Level. Ich selber war nur, glaube ich, Level 22 oder 24. Ich selber habe ja erst vor 3-4 Tagen eigentlich wirklich wieder mit Call of Duty Black Ops 4 angefangen. Und ja, ich kann es euch nur empfehlen, der Shooter ist geil. Und jetzt der Aufruf an euch. Wenn ihr eine Xbox besitzt, sei es die One oder sei es die Series X, Series S, und ihr seid, sagen wir mal, reif und tut nicht die ganze Zeit nur rumflame, rumschreie, und ihr habt da einigermaßen angenehmes Mikrofon, dann meldet euch bei mir. Und dann können wir gern zusammen zocken, weil ich suche definitiv noch Mates für Black Ops 4. Das war mein Aufruf. Ich würde sagen, wir schauen uns ein paar Highlights von meinem Stream an. Und denkt dran, Black Ops 4, derzeit für mich das beste Black Ops, beziehungsweise das beste Call of Duty, was man momentan spielen kann. Und es wird definitiv, werden es mehr Videos zu Black Ops 4 bei mir hier auf meinem YouTube-Kanal, und es wird auch Livestreams bei mir auf meinem Twitch-Kanal TotallyP_, ja genau, also nochmal, auch auf meinem Twitch-Kanal Totally_P. Jetzt passt's, meine liebe Leute, viel Spaß bei den Highlights von meinem Stream, und wir hören uns nach dem Video noch mal ganz kurz, und dann bin ich auch schon wieder raus. Peace out, euer P, und haut rein. Come on. Ich habe halt ewig keine Ahnung, wie gezockt auf die Xbox. Nur da mit dem Aim-Assistent und so alles schön und gut, aber man muss es sich halt einfach wieder neu aneignen. Come on. What the hell? Come on.
Komm, 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 komm. Ja. Alter. Überleb doch ewig, Digga. Mensch. Ja, genau. What the hell? Ja, die Rüstung. Muss ich immer helfen? Wow. Ja, moin, so, jetzt haben sie es. Ja, moin, Flammewerfer oder was? Ja, moin, Schmutz. Dann nehme ich halt den. Oder den. Oh moin, einer habe ich. Oh, cool ist. Oh moin, da oben hockt auch noch einer. Ja moin, er trifft doch noch den Kopf. Er trifft einfach dann noch den Kopf, ey. Überlebt einfach. Ja moin. Ja moin. Jo, da bin ich wieder hier, kleine Strolche. Ja, jetzt habt ihr ein paar Szenen zu sehen. Klar, das Aiming vom Controller und von mir sind noch nicht so das Wahre. Ich habe hier wirklich dann bestimmt 10, 11, 12 Jahre wirklich nur Only Shooter auf dem PC gezockt. Aber ich merke halt auch, wie ich Runde für Runde besser reinkomme und besser aimen kann. Ich muss auch noch gucken, vielleicht hier und da noch ein, zwei Prozent mehr Sensibilität der Analogsticks. Und ich bin auch hart am Überlegen, ob ich mir noch einen SCUF Controller oder einen Xbox Elite 2 Controller zu hole. Ich denke, das wird auch noch mal ein bisschen was ausmachen. Aber ich feiere dieses Game gerade so dermaßen hart. Und ich habe dir den Aufruf gestartet vor den Highlight Clips aus dem Livestream. Also solltet ihr wirklich Bock haben oder immer noch Black Ops 4 zocken auf der Xbox, wichtig, Xbox leider kein Crossplay, dann meldet euch doch bitte bei mir. Entweder hier irgendwie unten drunter in den Kommentaren oder
joint meinem Discord, der in der Videobeschreibung verlinkt ist. Oder einfach mal bei mir in den Livestreams melden. Livestream Link natürlich auch hier unten in der Beschreibung verlinkt. Es ist einfach Hammer. Es ist, ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie mich das Spiel momentan so angefickt hat. Es ist einfach Bondebello. Es ist einfach Hammer. Es ist, es gibt kein Matchmaking. Die Lobbys sind geil. Die Lobbys laufen. Es gibt kein Rumgeflame. Die Community ist ganz geil. Man kann sich einfach in der Lobby sich mit Leuten unterhalten und es ist einfach, ah, ich weiß nicht, momentan für mich das Multiplayer-Shooter-Spiel, was, ihr merkt selber, mir fehlen die Worte, es ist halt einfach wirklich geil, es macht einfach Spaß, es ist Hammer. So, genug geflirtet, genug gelobt, wenn ihr Bock habt, meldet euch bei mir und es wird definitiv mehr Shooter-News zu Black Ops 4 bei mir auf dem Kanal geben. Hier und da werde ich mir ein paar Clips erstellen. Ein paar Highlight-Videos von letzten Streams. Ein paar Gameplay-Dinger. Vielleicht ein bisschen Waffen vorstellen, aber das ist eigentlich schon. Das mit Waffen vorstellen, da findet ihr eigentlich so viel auf YouTube schon. Das brauche ich eigentlich nicht. Aber ich denke, so ein bisschen mit witzig und mit meiner Art und so wird es ein paar Videos geben. Ich denke, wird ganz witzig. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat oder ihr mehr von Black Ops 4 oder auch von anderen Shootern sehen wollt, dann lasst mir doch bitte einfach ein Abo da hier auf YouTube, aktiviert die Glocke und ein Follow auf Twitch schadet auch nicht. Da seid ihr nämlich live in der Action dabei. In diesem Sinne, der Pee ist raus, die Pee-Time ist beendet. Haut rein, ihr kleinen Strolcher. Padabuff!